Diese gut aussehende Dame hier ist eine waschechte Schönheitskönigin. Und das hier, meine Damen und Herren, ist feinste Schokolade. Und es gibt einen Mann, der möchte beide vereinen. Wie? Das sehen Sie jetzt. Das ist Gerhard Petzl, Bildhauer und Konditormeister. Seit 11 Jahren baut er Skulpturen aus massiver Schokolade. Und es gibt nichts, was er nicht nachbilden kann, sagt er. Wir wollen das genau wissen und stellen den guten Mann auf die Probe. Wird er es schaffen, eine waschechte Schönheitskönigin aus Schokolade nachzubauen? Die Vorlage zu diesem Unternehmen sehen wir hier. Die zweitschönste Frau Österreichs, Model Mara. Alter 20, Größe 1,81 Meter, Gewicht 64 Kilo. Besondere Kennzeichen, atemberaubende 96,64,95. Na, wenn das keine Herausforderung ist. Tag 1, erster Arbeitsschritt. Gerhard Petzl nimmt Maß. Alles muss gut geplant sein, gleichzeitig schnell erledigt werden. Denn Gerhard hat nur 3 Tage Zeit. Für ein Großprojekt dieser Art muss eine Großküche angemietet werden. Und die muss der Schokokünstler nach spätestens 3 Tagen wieder räumen. Eine große Herausforderung. Das ist schön, ich habe so etwas noch nie gemacht. Ich habe hier ein Live-Modell, wunderbar. Das macht die Arbeit noch mehr Spaß, würde ich sagen. Ich denke, das klappt gut, wir kriegen das hin. Ich nehme Maß, ich werde Skizzen zeichnen, Vorlagen, damit die Proportionen stimmen und wir kriegen das hin. 3 Skizzen sind die einzigen Vorlagen für das Schoko-Projekt. Erst am Abend des 3. Tages kommt Mara wieder. Bis dahin muss die Skulptur nahezu fertig sein. Hier mache ich gerade meine Skizze. Ich brauche eine gute Vorlage. Ich kann sie hier nicht 48 Stunden stehen lassen. Das bedeutet, ich muss proportional irgendwo eine Skizze haben, nach der ich arbeiten kann. Ich mache hier die Grundrisse. Am Schluss dann kommt sie noch einmal für die Detailarbeiten, Nase, Augen etc. Wir sind gespannt. Eine lebensgroße Schokofigur in nur 3 Tagen? Wir stellen den Meister auf die Probe. Und dann geht es los. Ein halber Tag ist bereits vergangen. 180 Kilo Schokolade noch nicht einmal ausgepackt. Die Schokolade muss jetzt schnell eingeschmolzen werden. Die Zeit drängt. Doch Gerhard ahnt nicht, dass es gleich zum ersten Problem kommt. So, jetzt haben wir hier ungefähr 100 Kilogramm Schokolade. Wir müssen uns etwas beeilen. Am Rand schmilzt schon die Schokolade. Man sieht das hier ganz gut. Und wir wollen ja nicht, dass die Kakaobutter anstockt und ausblockt, sondern wir geben jetzt einfach Gas und ja, let's go. Doch kaum ist die Schokolade im Tank, die erste Hürde. Die Mischmaschine streikt. Ich höre nichts. Ja, das erste Problem, das Ding läuft nicht. Kann man vielleicht jemand helfen, bitte? Es wird natürlich dramatisch, weil am Kesselrand, an der Wand, wird geheizt. Das bedeutet, die Schokolade wird punktuell zu heiß. Das wollen wir vermeiden. Und genau aus diesem Grund wäre es gut, wenn das möglichst schnell vermischt und vermengt wird. Die Schokolade droht zu verbrennen. Können die Fachkräfte der angemieteten Großküche helfen? Normalerweise müsste das jetzt funktionieren. Schauen wir mal. Okay, Achtung, wir schauen mal, ob das funktioniert. Nein. Funktioniert nicht. Kann es sein, dass definitiv genug drin ist? Nein, das ist nicht so. Okay. Es kann nur sein, dass der Kontakt entschlossen hat, dass wir das auf und ab drehen müssen. Und los geht's. Fehlanzeige. Die Rührmaschine lässt sich nicht starten. Jetzt muss Gerhard selber Hand anlegen, damit die Schokolade nicht anbrennt. Die Temperaturgrenze für Schokolade liegt bei 60 Grad. Beim Überschreiten verbrennt die Kakaobutter und die Schokolade wird klumpig. Zusätzlich mischt Gerhard 20 Kilo dunkler Schokolade hinzu. Grund die Optik. Die eigentliche Skulptur soll dunkel sein, damit sich die späteren Detailarbeiten aus weißer Schokolade optisch besser auf dem dunklen Grund absetzen. Nach 1 Stunde Dauerrühren hat die Schokolade die richtige Konsistenz erreicht. Nach den anfänglichen Startschwierigkeiten haben wir die Zeit wieder eingeholt. Ich glaube, das sieht gut aus, ja. Schmeckt auch gut. Gleich wird die Schokolade umgefüllt. Für die Kühlung des Schokoblocks hat Gerhard eine eigene Form gebaut. Wird sie halten? Ja, es ist eine Herausforderung von der ersten bis zur letzten Minute. Und wir sehen dann morgen am Abend, ob alles geklappt hat. Oder schon vorher. Denn es gibt ein neues Problem. Der Druck der flüssigen Schokolade ist zu stark. Die Seitenwände verlieren den Halt. Die Schokolade droht überzulaufen, die Wände einzureißen.
Eine Katastrophe. Wie soll man 180 Kilo flüssige Schokolade aufhalten? So. Wir haben hier folgendes Problem. Die Kartonwand hält wohl den Druck nicht stand und ich muss das sofort stabilisieren. Wir sehen, der ganze Block neigt sich. Ja, das sieht zwar gar nicht gut aus, wir werden jetzt direkt so in den Kühler fahren und ich werde dann im Kühlhaus die Wand stabilisieren, dass da nichts passieren kann. Das Kühlhaus, die Rettung? Wird die Schokolade hier kühl und hart, bevor die Wände der Form ausreißen? Der nächste Morgen. Haben die Wände gehalten? Oder ist die Schokolade ausgelaufen? Gerhard kann aufatmen. Der Schokoblock ist in seiner Form ausgehärtet. Dafür gibt es jetzt ein anderes Problem. Aufgrund der Kartons, man sieht es hier sehr gut, ist der Block zu schmal geworden und nicht gerade. Er ist ungleichmäßig, das bedeutet, ich muss doch noch einiges an Schokolade auftragen. Das bedeutet aber auch eine Mehrarbeit und Zeitverlust. Das Zeitlimit für die Aktion sind 3 Tage. Mehr Zeit geben wir Gerhard nicht. Bis dahin muss die Figur fertig sein. Das sind die Regeln. Also Gas geben, Gerhard. Doch bereits nach 2 Stunden das. Ein Unglück kommt selten alleine. Man sieht es sehr gut. Es ist offensichtlich zu warm. Auch die Schokolade ist zu warm. Ja, Zeitverlust. Wir müssen sie abkühlen. Das muss alles noch erstarren. Und ich kann so nicht weiterarbeiten. Ganz einfach. Während die Schokolade im Kühlhaus hart wird, heißt es für Gerhard warten. Warten, warten. Mit so vielen Problemen hat der ehrgeizige Grazer nicht gerechnet. Sein Ziel, ein Originalabbild einer Schönheitskönigin aus reiner Schokolade zu bauen, rückt in weiter Ferne. Die Kühlaktion kostet den Künstler eine geschlagene Stunde. Wird ihm die wertvolle Zeit am Ende fehlen? Wir haben natürlich wertvolle Zeit verloren. Eine weitere Stunde ist vergangen. Ich habe hier noch einmal rund 15 Kilogramm Schokolade aufgetragen, um die Rückseite von den Unebenheiten zu befreien. Und ich denke, wir können dann loslegen. Und endlich, nach 1,5 Tagen Vorbereitung, kann Gerhard Petzl mit der eigentlichen Kreativarbeit beginnen. Es wird geschnitzt und gehobelt, dass die Schokoladenspäne fliegen. Nach weiteren 2 Stunden der erste Zwischenstand. Links die Schokoladenskulptur, rechts daneben das Original. So, ich habe die Grundformen, die Grundrisse der Skulptur herausgearbeitet, doch es ist noch zu flach. Das bedeutet, wir müssen hier noch im oberen Bereich auftragen, Schokolade auftragen auf alle Fälle. Der 2. Tag neigt sich dem Ende zu. Gerhard ist mit seinem Projekt Schokoskulptur schwer im Verzug. Deadline ist Tag 3, 20 Uhr und keine Minute länger. Gerhard weiß, um bis dahin fertig zu werden, muss er eine komplette Nachtschicht einlegen. Doch wie man sieht, lohnt sich der nächtliche Einsatz. Die Schönheitskönigin aus Schokolade nimmt langsam Gestalt an. Der nächste Morgen, der 3. und letzte Tag beginnt. Endspurt. So, man sieht schon die ersten Konturen. Es ist natürlich noch einiges zu tun, aber ich bin zuversichtlich, dass wir es bis heute Abend schaffen werden. Eine Schönheitskönigin komplett aus Schokolade. Noch hat die Dame zwar einige Hautunreinheiten, aber Gerhard holt auf. Nochmal zum Vergleich. Hier unsere Schokoskulptur und hier das Original. Gleich muss die Figur auf eigenen Füßen stehen. Mit Föhn und Messer entfernt Gerhard die stützende Rückwand. Eines der wichtigsten Geräte beim Arbeitsprozess ist eindeutig der Heißluftföhn. Er spart nicht nur Zeit, ich kann sehr genau steuern die Temperatur. Hier kann ich auch punktuell arbeiten, wenn ich jetzt an einer Figur speziell Teilbereiche herausschmelzen möchte. 2 Stunden später ist die Skulptur in Rohform fertig. Was fehlt, sind die Detailarbeiten. Bis zur Deadline sind es nur noch 2 Stunden. Jetzt wird das gute Stück mit Wasser abgewaschen. Aus gutem Grund. Die Waschung, ich nenne sie die heilige Waschung, ist, um die Oberfläche zu glätten und gleichzeitig zu versiegeln. Für die Detailarbeiten erhitzt Gerhard weiße Schokolade.
Die filigrane Feinarbeit liegt dem gelernten Bildhauer am meisten. Der Unterschied zur normalen Bildhauerei liegt darin, dass ich mich beim Stein nach den Gegebenheiten der Bohrung etc. richten muss. Hier bei der Schokolade allerdings habe ich völlig neue Möglichkeiten, kann immer wieder Details verändern, bearbeiten. Es ist einfach angenehmer und feiner zu arbeiten. Gerhard muss sich beeilen. In wenigen Minuten kommt Mara für die Detailarbeiten am Gesicht der Schokoskulptur. Die Feinarbeiten an Rock und Bikini sollten eigentlich längst erledigt sein. Doch die vielen Probleme haben Gerhard viel Zeit gekostet. Deadline ist und bleibt 20 Uhr. Wird er bis dahin die Figur fertig bekommen? Und dann ist es soweit. Mara steht vor der Tür. Sie soll Modell stehen für die feinen Details von Gesicht und Händen. Dabei ist Gerhard noch nicht einmal fertig mit Röckchen und mit Bikini. Ich mach alle Hände voll zu tun. Jetzt geht's runter. Ich arbeite gerade in deinem Rock. Bitte. Sehr geil, voll cool wirklich. Vielen Dank. Ich finde das auch irrsinnig cool, weil so ein bisschen ein künstlerischer Aspekt dahinter ist. Und das gefällt mir echt sehr gut. Also es ist gelungen, würde ich sagen. Nur noch 15 Minuten. Jetzt heißt es Endspurt. Gerhard dekoriert noch Rock und Bikini zu Ende. Auch die blonden Haare schafft er noch. Doch Punkt 20 Uhr ist das Experiment beendet. Für weitere Details war keine Zeit mehr. Fazit. Ja, man kann in 3 Tagen eine Schönheitskönigin aus Schokolade bauen. Wenn man auf die Details verzichtet. Doch wir finden, das Ergebnis kann sich trotzdem sehen lassen.